Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins Online auf dem Kanal Raumvideo bei Sidam. Es soll heute gehen um YouTube-Ziele, YouTube-Hürden und die Hürde, die YouTube aufgestellt hat und wie weit ich davon noch entfernt bin. Also, YouTube setzt ja Ziele für den, um in den Werbebereich hineinzukommen und diese Grenze wird festgelegt mit 1000 Abonnenten und 4000 Stunden im Jahr an Wiedergabezeit. Ja, meine Wiedergabezeit im Moment liegt bei 1200 momentan von den letzten 28 Tagen. Wenn ich jetzt auf mein letztes Jahr hochrechne, komme ich auf 5000 Minuten. Und wenn ich die 4000 Stunden, die gefordert werden, mal hochrechne in Minuten, dann sind das ja 240.000 Minuten. Und wenn ich dann umrechne auf einen Monat, dann habe ich also pro Monat 20.000 Minuten Wiedergabezeit zu erbringen. Das ist eine Hausnummer. Von den 1000 Abonnenten wollen wir noch gar nicht reden. Also, das ist eine Hausnummer und da brauche ich noch, wenn ich in dem jetzigen Tempo weitermache, ich habe also gerade ausgerechnet, also ungefähr 2% habe ich schon. Also bei 5000 im Jahr liege ich im Moment und das Jahr ist ja noch nicht um, vielleicht komme ich auch noch auf 3%. Aber es ist natürlich auch entmutigend, wenn man solche, ja, solche Hausnummern da vor der Tür hat. Ich weiß nicht, ob hier YouTube, Buddy und so weiter, ob diese Sachen mir dabei helfen, dahin zu kommen. Und ob ich jetzt auch unbedingt dahin muss. Natürlich, ich sag mal, ich hatte schon gesagt, in der Erbsenzeller Ausbildung braucht man ja Ziele, wo man hin will. Und wenn ich dahin will, muss ich ein paar Sachen ganz anders machen. Hier Leute, die das mit sehr machen, die machen eigentlich Spartenkanäle. Und nicht so allerlei Kanäle, so wie ich. Ich finde aber allerlei Kanäle besser und interessanter. Sie sind vielseitiger und ich habe doch eher Möglichkeiten, meine Sachen einzubringen. Aber das heißt ja nicht, dass andere Leute es auch interessant finden. Da sind dann eben auch viele Müllvideos drunter. Ja, wenn ich in dem jetzigen Tempo weitermache, dann brauche ich schon ungefähr 16 Jahre, bis ich das Ziel erreiche, bis ich also ungefähr so 20.000 Videos habe. Und ja, das ist eine enorme Menge. Weiß ich gar nicht, ob ich noch so lange lebe. Ja, das nur mal dazu, so zur Realitätsbestimmung, wo ich stehe mit meinen 1000 Videos und was gefordert wird. Also es ist klar, dass ich jetzt, wenn ich so weitermache wie bisher, dann werde ich das Ziel nicht erreichen. Andererseits gibt es natürlich Leute, die wesentlich mehr haben und höhere Kanäle, eine höhere Verbreitung. Ja. Ja, wenn man jetzt so eine Fangemeinde hat, so von 1000 Leuten, die da jeden Monat kriegen, da kommt natürlich was zusammen. Da kommt natürlich dann was zusammen.
Das sind sozusagen Multiplikatoren, die Abonnenten, die die Wiedergabezeit hochpushen. Aber warum sollten Sie das tun für ein langweiliges Video, um meine Einkaufsvideos zu sehen? Das tönt ihn nicht an und mich auch nicht. Also interessante Videos machen, aber nicht alle Leute können interessante Videos machen. Muss jetzt mal einen Namen haben für irgendwas. Dann kann man das vielleicht sagen. Also eine Person des öffentlichen Interesses oder so sein. Ja, ich dürfe mal hier zu und wir haben jetzt gleich 16 Uhr. Ich muss noch einkaufen gehen. Vielleicht ein paar Äpfel, Brokkoli vor allen Dingen. Und ja, Sport habe ich auch gemacht heute. Ich habe schon Videos, zwei Videos sind schon oben. Zwei Videos sind hier, werden aufgenommen. Das ist jetzt hier das vierte. Und dann kommt noch ein Paketvideo, das mache ich fertig. Jetzt sind fünf. Ich könnte also heute so fünf, sechs Videos kommen. Ja, sechs ist also meine Zahl. Wenn ich die jetzt alle noch sorgfältig aufbereiten muss, dann dauert das natürlich entsprechend länger. Ja, schauen wir mal, ist vielleicht auch eine Sache der Routinen und der Effizienz und der Werkzeuge und so weiter. Okay Leute, das war's von mir und tschüss.